Adi Schatz, alles Gute. Nase, Nase, Nase. Au. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Was ist das denn? Ich habe noch aus der Regie eine Anweisung bekommen. Ich wollte heute ja mega Hundemon machen. Jetzt haben die gesagt, kümmere dich erstmal darum, denn da ist Krypto Arktos drin. Die haben ja gesagt, okay, Arktos, der war 3 Monate da, hat alle genervt. Dann kam plötzlich Zapdos, dann kam Lavados, jeweils nur 1 Monat. Das ist ja so unfair, dass das Arktos 3 Monate hat. Zapdos, Lavados nur 1 Monat. Und was machen sie jetzt? Im November, Arktos ist wieder drin. Der passt auch perfekt zu dieser blauen Tonne. Damit ihr seht, dass da wirklich Arktos drin ist, packen wir das jetzt mal aus. Hab nämlich gesehen, dass auf dem Habanero-Account fehlt mir noch Arktos. So, und jetzt sehe ich, die haben mich schon wieder verarscht. Arktos! Da ist gar kein Arktos drin. Ein leerer Karton. Na, dann tun wir den jetzt einfach entsorgen. Das geht nämlich so einfach. Der Ramses, der kann ja gut improvisieren. Der fährt jetzt einfach in die Stadt und sucht sich sein eigenes Arktos. Krypto. Obwohl das Krypto egal ist, weil der Habanero braucht den Arktos. Pokédex. Eintrag. Was ist denn? Da ist verbrannt, ne? Und deswegen melden wir uns in der Stadt zurück beim Arktos. Ja, das sieht immer so aus. Hallo Marie. Marieschen. So, wir stehen jetzt hier beim Rewe. Das Muttertier ist gerade reingegangen. Die möchte sich beim Bäcker nämlich ein I love you more mitnehmen. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Es gibt I love you, das ist so ein Eierbrötchen. Und dann gibt es I love you more, da ist noch Schinken mit drauf. Weil more ist nämlich Englisch und heißt Schinken, versteht ihr? Hier ist die super geniale Arena, da ist das Krypto Arktos dran. Marie ist in Bekleidung bei Muttertier. Wir müssen dann eigentlich gleich weiter zum Kaufland. Auf dem Weg wollen wir jetzt ganz schnell hier aber dieses Krypto Arktos mitnehmen. Ich habe das gepostet, ich habe hingeschrieben, auch sogar in den Meininger Discord. Wer da Bock hat, kommt vorbei, macht da mit. Ne? Sehen tue ich nichts. Kann aber sein, dass trotzdem einer im Rewe ist, am Bäcker, sich ein I love you more holt, mitmacht. Deswegen gehe ich jetzt einfach rein. Ja, Arktos ist auf jeden Fall wieder so ein Kandovogel. Das heißt, der ist vom Typ Flug. Ihr nehmt am besten also Steine, Gesteins, Pokémon, Despotar, Katapult, Steinkante, alles, Rabaidon, sowieso immer gut. Ihr könntet auch, ja, vielleicht Elektro nehmen gegen Flug. Ihr könntet Eis, Feuer nehmen gegen Eis, aber ich würde, glaube ich, immer so auf Despotar setzen, weil Despotar ist einfach der Allrounder. Despotar, 6er Armee, muss an Start bei jedem. 10 Leute sind drin. Das sieht gut aus. Danke an alle, die jedes Mal mitmachen. Die Leute sagen, was willst du denn? Bei dir geht das doch immer, aber wie geht's denn? Ich stehe trotzdem ja gefühlt alleine an der Arena. Mit mehreren Handys, 2 in der Hand, 3 hat Pupsi noch auf dem blauen Brettchen. Und dann brauchst du noch Leute, die aushelfen. Weil man einfach niemanden kennt, weil es gefühlt keine Community gibt, keine aktiven Spieler mehr. Meiningen zu groß ist, da ist vielleicht da oben am anderen Ende der Welt mal jemand an der Arena und hier unten bist du halt da. Also das ist gar nicht so einfach. Du musst immer ein bisschen tricksen und kniffen und dann kommst du vielleicht da mal zu deinem Raid. Aber dass man einfach jetzt von Raid zu Raid läuft und dann immer 20 Leute stehen, so wie ihr das immer denkt, so ist das leider nicht. Aber was redest du denn? Da sind noch 11 Leute drin? Ja, aber nur mit auf Biegen und Brechen und nur auch, weil man vielleicht Mitleid bei den Leuten erregt, dass man den sonst nicht schafft. Deswegen helfen Leute dann mit. Versteht ihr? Letztens nämlich auch. Was der labert? Hat Kyle steht allein am Raid? Die Lobby war doch voll. Warum aber? Warum aber? Man muss ja auch mal über den Tellerrand drüber schauen. So, 8 von 11 bereit. Wir haben auch gerade wieder so ein Team erstellt. Ich glaube, 25 gute Würfe müssten wir machen. Damit wir das abschließen können, ihr seht links unten das Teamsymbol. Ich mache es meistens so, wenn ich mit Sandra dann an der Arena stehe, dass ich ein Team erstelle, sie mit in das Team geht und dann sind 2 Plätze jedes Mal frei für andere. Linus ist oft dabei, Sarina ist oft dabei, Shenaya ist oft dabei. Aber ja, wenn ich jetzt alleine bin, mache ich es zum Beispiel so, ich packe da ein
Ich packe den Teamcode in die Gruppen. Dann gucke ich, dass ich mit dem Samyang Bulldog zusammen ein Team erstelle. Und sobald jemand anderes drin ist, verlässt der Samyang die Gruppe wieder, sodass gefühlt 3 Plätze frei sind. Weil mit dem Samyang, ich mache mir nicht die Mühe, mit 2 Handys dazustehen und die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben zu lösen oder irgendwas zu fangen. Ich mache das halt einfach mit dem Hauptaccount und habe dann 3 Plätze frei für euch. Wenn Pupsi dabei ist, hat Pupsi den 2. Platz und es sind immerhin noch 2 Plätze für euch dabei. Meinen speziellen unbekannten Freund, den ich nicht nennen darf, der möchte auch wieder, dass ich ihn mitnehme. Der ist auch dabei. Den habe ich im Auto auf einem Account drauf, ne, in einem Handy. Jetzt hat Sierra hier den schönen Arktosvogel hergezaubert. Wir gucken mal kurz hier rein. Jetzt habt ihr den Namen gesehen. Da müsst ihr euch jetzt hier selber was ausdenken. Ich hoffe, da sind jetzt keine Hyperfreunde-Aufstiege drin. Sind bestimmt. Hätte ich noch Eiern machen können. 21.06. Jetzt weiß ich den 100er-Wert gerade gar nicht. Wir gucken aber einfach mal, was das höchste ist. Der Nudel-Account hat auf jeden Fall 21.06. Wir gehen mal hier drauf und haben 21.13. Was ist dein höchstes? 21.13. Gut, also wie immer. Dann mache ich die Tür wieder zu. Kennt ihr das, die Leute, die was reden, ohne was zu, die reden ohne zu sprechen? Also das ist auf jeden Fall immer interessant. Ich werfe mal eine Beere drauf. Haben Sie, sei doch nicht so gemein. Ja, es, man fühlt sich immer wie so ein Sklaventreiber, ne? Das ist kein gutes Gefühl. Was? 21.24? Ist auf jeden Fall besser als meins. Shiny war ja nicht dabei, oder? Nö. So, Tür wieder zu, dass Jonas kein Eis klumpen wird. Wir müssen jetzt trotzdem schauen, dass wir das fangen. Denn dem Habanero fehlt ja noch der Pokédex-Eintrag von Arktos. Obwohl es 3 Monate da war, aber da gab es den Account noch nicht. Jetzt ist das Ding wieder da. Eigentlich müsste ich mich ja freuen, dann habe ich die Kandovögel voll. Andere haben sich beschwert und gesagt, hätten sie lieber Mewtwo noch mal reingepackt. Ja, der würde mir auch fehlen. Als Pokédex-Eintrag hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Und gerade habe ich auch den Eindruck, dass Arktos sich eigentlich relativ gut werfen lässt im Vergleich zu Lavados. Vielleicht hätte ich doch mal versuchen sollen, den Kreis einzustellen. Nicht auf großartig, sondern auf einfach fabelhaft, wenn der ja eh relativ in der Mitte sitzt und du in der Mitte gut hinkurven kannst. Dann kannst du ja besser und sicherer werfen. Da ist der Pokédex-Eintrag von Arktos dabei. Genau, gucken wir mal kurz hier rein. 2 Sterne, 13, 9, 11 müsste das sein. 13, 9, 11 glaube ich. Mining, Düring, 21, 13. So, das war es ansonsten schon von meiner Seite aus, glaube ich. Wir sind jetzt hier bei 23 von 25 guten Würfen. Wir versuchen also noch wenigstens die Aufgabe fertig zu machen. Hier noch so ein Nidoran mitzunehmen. Oh. Jetzt hast du wieder das iPhone, da fühlt sich wieder alles anders an. Da sackt der Ball einfach wieder unten ab. Perfekt. Die Schrippe 75.000, das ist leider. Den hätte ich doch mitnehmen können. Zubat! Ach, Zubat, mach nicht diesen. Habt ihr schon mal bei Zubat einfach fabelhaft geworfen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Samyang Bulldog, jetzt habe ich mich selbst verarscht. Über Freunde, genau. Linus hat wieder mal gerockt. Linus macht gefühlt immer die Aufgaben fertig. Danke an Linus. 45 Pokestops, 45 gute Würfe, 50 Bären. Es ist einfach brutal. Ich nehme jetzt mal Pokestops oder Arenen, weil ich ja eh jetzt weiterziehen muss Richtung Kaufland, dann meinen Gotcha anwerfen kann, der ein paar Stops dreht vielleicht auf dem Weg. Erfolgsmagnet, auch reingeschmuggelt, über Freunde geworden. Noch jemand dabei? Wir lassen es kurz nochmal durchlaufen, ob da noch was kommt, nachdem die ganzen Pop-Ups oben weg sind. Scheint sich beruhigt zu haben. Danke an Linus, best player in the world, ne? Der hier immer die Aufgaben löst. Habt ihr ein gutes Krypto Arktos? Schreibt es mal rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Ich muss heute noch ein Mega-Hundemon machen, denn ich habe grüne Pässe.